Ich habe Anfang diesen Jahres mal wieder bei einem Schachturnier mitgemacht. Und zwar nicht bei irgendeinem, sondern bei der offiziellen niedersächsischen Meisterschaft. Und das Turnier lief richtig gut für mich. Ich wurde Zweiter. Ja, wie ich das geschafft habe, mit welchen Partien, zeige ich euch in diesem Video. Und danach schauen wir uns auch noch an, was das für mich hieß, wie viel Elo habe ich plus gemacht, DWZ und wie viel Preisgeld habe ich gewonnen. Auch das war natürlich ganz cool. Ja, die Partien, die ich euch zeige in dem Video, sind richtig lehrreich. Also ja, ihr könnt hoffentlich wirklich viel damit mitnehmen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Partien und dem Video. Und zwar möchte ich euch zwei Partien in diesem Video zeigen, Runde 1 und Runde 5. Und einfach aus den Gründen, weil die am lehrreichsten sind und auch am spannendsten sind. Denn, kurzer Spoiler vorweg, ich konnte die ersten 5 Runden gewinnen und danach noch 2 Remis einfahren. Ja, und eben Runde 1 und Runde 5 fand ich besonders spannend. Ich bin hier weiß, spiele gegen den Gegner, der ungefähr knapp unter 2000 hat, also durchaus auch ein sehr, sehr starker Spieler. Und wir haben D4, D5 und ich spiele gern Springer C3, Jobava London. Läufer F5, normalerweise spielt Schwarz zuerst Springer F6 und danach meistens auch Läufer F5. Aber ist auf Zugbestellung, ich spiele Läufer F4 und hier ist halt die Frage, ob Schwarz Springer F6 macht. Oder irgendwie sowas wie C6 zuerst. Er spielt jetzt C6 und da war ich tatsächlich ein bisschen erleichtert, denn nach Springer F6 ist dieser Plan, den ich hier gleich zeigen werde, mit F3, G4 nicht ganz so stark wie in der Variante, wenn Schwarz schon C6 gespielt hat. Das sind allerdings Feinheiten, aber auch die sind natürlich wichtig. Schwarz spielt ja erst C6, ich spiele E3, das ist eben der typische Jobava London Aufbau. Wir gehen einfach für sehr schnelle Entwicklung. Springer, Läufer, Bauer. Direkt auch gleich die Dame raus, wie ihr sehen werdet, und lange Rochade. Und jetzt spielt Schwarz Springer F6 und das ist jetzt damit die Ausgangsstellung, die ich glaube ich schon in Langzeitpartien 20 Mal am Brett hatte. Also das ist das, was am Abstand am häufigsten gegen diesen Aufbau gespielt wird. Und das ist meiner Meinung nach einfach unfassbar gut für Weiß. Und ihr werdet auch gleich sehen, was ich damit meine. Denn wenn Schwarz einfach nur natürliche Züge spielt, steht er sehr schnell schlecht. So, hier F3. Erstmal widerspricht das den Regeln des Schachs vielleicht, den Eröffnungsregeln, F3 zu spielen. Die Idee ist aber einfach, G4, H4, wir wollen Tempo auf den Läufer gewinnen und Raum erobern am Königsflügel. Wir haben E6, G4, Läufer muss weg und H4. Und hier hat Schwarz eine sehr schwierige Entscheidung. Ja, es droht natürlich H5 von Weiß. Das heißt, Schwarz muss entweder H6 spielen oder H5 spielen. Und H5 ist der bessere Zug tatsächlich. Trotzdem spielen die meisten eben H6, denn das sieht erstmal logischer aus. So auch in der Partie. Und das hier, wenn wir auch, ihr könnt selber euch das gerne mal angucken, in eure Eröffnungsdatenbank schaut. Ich bin hier gerade auf chess.com, ihr seht es gerade nicht. Hier sehe ich 73 Großmeisterpartien in dieser Stellung und davon hat Weiß 56% gewonnen. Also das ist schon wirklich ordentlich. Diese Stellung ist laut Engine ausgeglichen, aber in der Praxis überhaupt nicht. Im Läufer D3. Ich tausche diesen Läufer ab. Und jetzt seht ihr schon. Ich habe den Springer entwickelt, den Läufer entwickelt, die Dame entwickelt und so viel Raum am Königsflügel gemacht. Ich kann gleich lang rochieren. Und alles, was Schwarz bisher geschafft hat, war den Springer zu entwickeln. Und deswegen, obwohl diese Stellung objektiv Ausgleich ist, meiner Meinung nach überhaupt nicht. So, wir haben Läufer D6. Schwarz versucht jetzt hier den Läufer hier zu kontern. Und Springer E2. Jetzt habe ich alle Figuren entwickelt und muss nur noch rochieren. Dann ist meine Entwicklung auch schon vollendet. Schwarz dagegen kann sich gar nicht gut entwickeln, weil Springer D7 geht nicht, weil dann der Läufer behängt. Und ansonsten kann er nur auf A6 gehen, da möchte der Springer aber eigentlich nicht hingehen. Das macht Schwarz trotzdem, Springer A6. Und das kannte ich alles noch. Wir haben hier Rochade und Dame E7. Auch diese Stellung kannte ich noch. Schwarz versucht es natürlich lang zu rochieren und das gilt es zu verhindern. Ja, und glücklicherweise kenne ich mich, wie gesagt, sehr gut in der Eröffnung aus. Auch vielleicht für alle, die diese Eröffnung interessant finden. Ich werde Anfang dieses Jahres, also in absehbarer Zukunft, auch einen Jobava-Kurs veröffentlichen, der dann für euch interessant sein könnte. Ich habe mich, glaube ich, seit 2 Jahren, ich habe nichts anderes gemacht, außer mich mit dieser Eröffnung zu beschäftigen und würde sagen, dass ich mich sehr gut damit auskenne. Zum Beispiel hier in der Stellung schlage ich hier auf D6 und spiele hier E4. Auch das Motiv kannte ich. Denn der Punkt ist jetzt, okay, gut, Schwarz kann natürlich hier auf E4 schlagen. Und wenn Schwarz auf E4 schlägt, würden die meisten denken, na gut, schlage ich im Springer zurück. Aber nein. Das ist ein extrem spannendes Motiv. Hier kann Weiß einen Bauern opfern, mit F schlägt E4.
Denn das Ziel ist, den schwarzen König nicht gut rochieren zu lassen. Und jetzt denkt sie, okay, ich opfere einfach den Bauern, aber das ist geplant, denn hier spiele ich E5 oder würde ich E5 spielen. Die Dame muss weg. Dame F3 bedroht den Springer. Also muss Schwarz den Springer decken. Und der ganze Sinn von diesem Figur, von diesem Bauernopfer ist, Springer E4 zu spielen und jetzt freizuräumen. Jetzt kann mein Springer auf D6 und Schwarz kann nichts dagegen tun. Das heißt zum Beispiel nach Rochade Springer D6 gewinne ich hier schon meinen Bauern zurück und Weiß steht hier deutlich angenehmer mit dieser offenen F-Linie. Ja, das nur als ein Beispiel, wie stark Jibaba London ist, wenn Schwarz sich nicht auskennt. Hier eben, wenn Schwarz hier schlägt, opfert man eben hier diesen Bauern. Ja, mein Gegner hat sie aber nicht geschlagen, sondern Dame E7 gespielt und das kannte ich jetzt nicht mehr. Das heißt, ab hier musste ich auf mich alleine gestellt quasi spielen und habe mich relativ schnell dazu entschieden, E5 zu spielen, den Springer vertrieben und F4 zu spielen. Ja, also jetzt kommt Schwarz zur Rochade, allerdings bin ich sehr schnell am Königsflügel mit diesem Bauernsturm und werde gleich versuchen, die Stellung aufzubrechen. Schwarz rochiert hier und ich verliere keine Zeit, sondern spiele direkt F5. Ja, und der Plan ist natürlich recht simpel. Der Springer geht nach F4, von dort bedroht er E6 und auch das Feld G6. Denn hier auf G6, wenn ein Springer landet, habe ich eigentlich immer irgendeine irgendeine Springergabel auf Dame und Turm. So kam es auch gleich in der Partie. Bei F5 muss ich natürlich viel berechnen. Wenn man so einen kritischen Zug spielt, wie der halt die Struktur so anhebelt, muss man immer aufpassen. Vor allem F6 war hier der kritische Zug, den hat er auch gespielt. Denn jetzt könnte, wenn ich jetzt keine gute Fortsetzung habe, könnte Schwarz einfach hier mein Zentrum oder mein Königsflügel kaputt machen und ich hätte Probleme. Das habe ich also berechnet und habe Springer F4 gesehen in der Vorherberechnung und habe gesehen, dass Schwarz diese Gabel eigentlich nicht verhindern kann, denn sonst gewinne ich einfach hier alles. Das heißt, hier muss Schwarz die Qualität opfern. Das macht er auch. Ich gewinne jetzt hier also den Turm. Dafür bekommt Schwarz diesen Bauern hier auf E4 installiert. Ich muss die Dame wegziehen. Und wir haben diese Stellung. Ich habe jetzt also eine Qualität mehr. Dafür hat Schwarz einen Bauern dafür. Und ich muss jetzt beweisen, dass das ausreicht zu gewinnen. Ich tausche jetzt hier erstmal auf E6, damit dieser Bauer mich hier nie wieder nervt, wenn er vorbeiziehen kann. Und hier, das Erste, was ihr vielleicht lernen könnt aus der Partie, außer der Eröffnung, das Prinzip der schwächsten Figur. Ich dachte mir, okay, dieser Turm steht zwar vielleicht noch nicht optimal, deckt aber den Bauern, der auch. Und wohin die Türme gehen sollen auf E1, F1, ist gerade noch nicht so klar. Welche Figur allerdings wirklich schlecht steht, ist dieser Springer auf C3. Der macht hier wirklich überhaupt nichts, hat keine Perspektive hier auf diesen Feldern. Deswegen Springer E2 habe ich hier gespielt. Der Springer will nach F4, denn von dort könnte er entweder wieder nach G6 oder einfach, ja, nach H5, je nachdem, einfach die schwarzen Sachen, Feldbauern angreifen. Deswegen hier Springer E2, immer gucken, welche Figur steht am schwächsten. Im Springer C7, das Ganze macht Schwarz auch, stellt seinen Springer besser. Und Turm F1, jetzt kommt der Turm F1. Springer E8, Schwarz versucht jetzt irgendwie was auf F6 zu stellen. Im Springer F4, Dame D6 und Springer H5. Ich wäre natürlich über den Damentausch sehr glücklich, denn dieses Endspiel ist locker gewonnen mit dem Turm, der reinkommt, der Springer, der reinkommt. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Schwarz tauscht deswegen nicht Dame, sondern spielt Dame G6. Das habe ich ein bisschen genervt, denn ich habe jetzt irgendwie keinen guten Weg gesehen, fortzusetzen. Deswegen habe ich einmal Züge wiederholt und jetzt G5 gespielt. Einfach G5 aus dem Grund, dass jetzt kann Schwarz keinen Springer mehr auf F6 stellen und ich kann hier Fortschritte machen, indem ich zum Beispiel schlage oder vorbeiziehe. Alles Mögliche. Und das, die Idee werdet ihr auch gleich sehen, was jetzt nämlich auch im Plan war, nach H5. Jetzt wieder im Endeffekt, Prinzip der schwächsten Figur. Der Turm hier steht gut, deckt den Springer und steht einfach auf der offenen Linie. Der Springer steht perfekt. Okay, der Turm steht nicht so gut, kann aber auch gerade nicht wirklich besser gestellt werden. Und was ich hier jetzt gefunden habe, oder eher das Prinzip vielleicht von schwachen Feldern. Schwarz hat extrem schlechte weiße Felder. Und deswegen spiele ich hier Dame H3, um auf diese Felder reinzukommen. Sehr, sehr wichtig, denn ich muss irgendwie natürlich in die Stellung eindringen, um zu gewinnen. Schwarz deckt das Ganze. Und hier jetzt wieder fand ich sehr schön. Ja, wie komme ich jetzt in die Stellung rein? Es scheint wieder so, als wäre alles gedeckt. Aber es ist nicht alles gedeckt, denn Dame F5 funktioniert. Und jetzt komme ich endlich wirklich rein. Dame G6 als nächstes kann Schwarz nicht mehr verhindern. Und damit greife ich einfach den Bauern an, den ich gewinnen werde. Wichtig, Turm F8 von Schwarz kann er zwar spielen, aber dann habe ich trotzdem einfach Dame G6. Und ja, die Dame ist bedroht von Schwarz. Deswegen, obwohl hier auch mein Springer bedroht ist, hat Schwarz keine Zeit, ihn zu schlagen, wegen der Bedrohung der Dame. Das war ein wichtiges Detail.
Das heißt, hier hat Schwarz Schwierigkeiten und ich glaube, ab hier hat er auch keinen guten Zug mehr gefunden. Spielt König B8, aber jetzt komme ich einfach rein. Wichtig auch, Schwarz hat bisher noch keinen entscheidenden Fehler gemacht. Also Chess.com zeigt ja immer an, was ein Fehler ist und gleich kommt noch der einzige von mir in der Partie. Schwarz hat bisher eigentlich relativ vernünftig gespielt, wurde aber trotzdem schon völlig überspielt. Ja, Schwarz spielt hier Springer E8 und Springer E6, ich gehe jetzt einfach rein. Jetzt kommen alle meine Figuren rein und ich gewinne einfach jetzt gleich ein paar Bauern. C5 und jetzt kommt hier der, Schwarz versucht sich natürlich irgendwie zu befreien. Und jetzt kommt der einzige vielleicht kleine Fehler in der Partie von mir. Hier hätte ich am besten schlagen können. Und nach Springer schlägt C5 habe ich Springer F8 nicht gesehen. Ja, das wäre ein relativ sauberer Weg gewesen zu gewinnen. Ich zwinge hier Schwarz mehr oder weniger zum Damentausch, denn der Springer auf E8 ist bedroht. Und ja, jetzt muss der Turm weg und Springer E7. Und jetzt gewinne ich den nächsten Bauern und damit locker die Partie. Das wäre der einfachste Weg gewesen. Stattdessen spielte ich hier Dame F7. Gewinnt auch. Greift einfach jetzt den Bauern an. Erlaubt Schwarz aber nochmal zumindest eine kleine Gegenschoss hier mit diesem Bauern. Jetzt habe ich den Bauern hier geschlagen. Springer E5 von Schwarz. Hier droht die Dame und greift hier wichtige Felder an. Ich habe hier diesen schönen Zwischenzug mit Springer schlägt die 8. Das war wichtig, denn wenn Schwarz jetzt hier schlägt, dieses Endspiel mit nach dem Damentausch ist total gewonnen, weil einfach der Bauer direkt läuft. Ich kann G6 spielen, Turm G1 zum Beispiel und das hier ist leicht gewonnen. Ja, stattdessen spielt Schwarz eben Dame C5. Das war in meinen Augen der Entscheid oder der letzte Fehler. Dame C6 wäre noch ein bisschen zäher gewesen vielleicht. Denn Dame C5 erlaubt mir, wie in der Partie, die Dame E6 zu stellen. Hier den Springer anzugreifen, um meinen Springer zu decken. Dame C6 wäre ein bisschen zäher gewesen, denn ich habe gerade eine Figur mehr. Oder den ganzen Turm mehr, aber der Springer kommt hier nicht raus. Der ist mehr oder weniger gefangen. Denn wenn ich ihn wegziehe, ja, dann hängt meine Dame. Das heißt, ich müsste mich hier erstmal meine Dame wegziehen. Und ich müsste Dame G7 finden. Und jetzt Turm F8. Und dann wird die Partie auch gewonnen. Denn ich bedrohe den Springer mit Schach und der Turm auch. Und das wäre gewonnen. Ja, das hätte ich aber auch noch finden müssen. Stattdessen nach Dame C5 war das Ganze recht einfach. Bin jetzt einfach Dame E6. Bedroht den Springer und deckt mein Springer. Und Schwarz versucht hier noch ein paar Tricks mit Springer D3 Schach. Ich gehe einfach weg. Springer B4 droht jetzt irgendwie auf C2 zu schlagen. Ja, und hier hätte ich einfach noch der beste Zug vielleicht Dame E5, hier diesen Turm einfach zu gewinnen, denn Schwarz droht eigentlich hier gar nichts. Aber das wollte ich mir gar nicht mehr durchrechnen müssen. Ich habe einfach Dame E6 Schach gespielt, erzwingt damit den Damentausch. Und hier hat Schwarz aufgegeben, denn ich habe einfach einen Turm mehr und der Freibauer entscheidet natürlich gleich die Partie. Ja, also meiner Meinung nach ein sehr guter Sieg in der ersten Runde direkt aus der Eröffnung raus mit Chubaba. Die Stellung eben, ich kannte sie sehr lange bis zu Dame E7. Aber ab dann habe ich hier relativ gut die Fortsetzung gefunden mit diesem Plan und startete eben souverän mit einem ersten Sieg in der Runde. An der Stelle möchte ich auch mal den Organisatoren vom Turnier danken, denn das Turnier war wirklich top organisiert, hat richtig Spaß gemacht. Findet nächstes Jahr auch wieder statt, ist eben die alljährliche Landeseinzelmeisterschaft. Ich werde auf jeden Fall wieder vor Ort sein. Ja, und die fünfte Runde wurde jetzt verrückt. Also ich hatte ja eben 4 Siege in 4 Spielen. Und ich wusste, wenn ich das hier gewinne, habe ich ganz, ganz gute Chancen auf den Turniersieg. Mein Gegner eben sehr stark, über 2000. Ich habe D4 und ich wusste, er spielt hier C5. Das ist nicht unbedingt der beste Zug. Und ich hatte auch eine gute Vorbereitung, die ich auch aufs Brett bekommen habe. Nur leider, die Verwertung war dann nicht so toll. Schauen wir uns das an. Gegen C5 ist es besser, einfach vorbeizuziehen. Und hier spielt er auch, hier ist das normale, sage ich mal, sowas wie D6 oder G6. Er spielt hier E5, also auch das sehr komisch. Würde ich euch nicht empfehlen, so zu spielen mit Schwarz. Ich spiele E4, D6 und ja, hier habe ich mich eben vorbereitet, Läufer B5 Schach zu spielen. Denn egal, was Schwarz jetzt hier dazwischen stellt, wenn Schwarz einen Läufer stellt, kann ich den hier abtauschen. Und das ist natürlich, das ist das, was ich haben will. Denn im Endeffekt, wenn wir uns mal die Bauernstruktur angucken, meine Bauern sind im Zentrum auf Weiß festgelegt und die gegnerischen auf Schwarz. Das heißt, das hier ist der gute Läufer von Schwarz. Den will er auf keinen Fall abtauschen gegen meinen schlechten Läufer, weil der ist ja von seinen eigenen Bauern blockiert. Deswegen muss Schwarz hier Springer D7 spielen. Ich spiele hier A4, denn Schwarz will irgendwann A6, B5 spielen und das verhindere ich direkt. Ja, und dadurch, dass der Springer jetzt aber auf D7 steht, ist der eigene Läufer blockiert und die schwarze Koordination ein bisschen kaputt. Hier spielt Gegner A6, Läufer D3, Läufer E7. Springer F3, das war wie gesagt alles in meiner Vorbereitung. Und hier wusste ich auch, mein Gegner spielt
mit H6 und Läufer G5. Er will also direkt seinen eigenen schwachen Läufer abtauschen. Das habe ich alles schon eben gewusst. Ich habe mich nochmal weiterentwickelt, hier geschlagen. Und ja, hier Dame E2, das war alles immer noch Teil meiner Vorbereitung. Der Plan ist, der Springer soll auf D1 kommen, von dort auf E3. Und von dort kontrolliert er dann diese ganzen wichtigen Felder wie C4 oder F5. Ja, Schwarz hat nichts Besseres als F6 zu spielen, denn der Bauer ist schwach. Springer D1, Springer F8, Springer E3, wie gesagt, all das kannte ich noch so mehr oder weniger. Und ich meine, die Stellung allein objektiv, wenn wir uns das mal angucken, ist jedem klar, dass Weiß ja eigentlich eine Traumstellung hat. Die schwarzen Bauern stehen komisch, alle Figuren auf der Grundreihe und ich habe eine total harmonische Stellung. Also, auch wenn der Computer hier auf chess.com gar nicht so doll ausschlägt, nur plus 0,5 anzeigt, ich hatte das mit einem anderen Computer noch analysiert und der sagt hier schon, glaube ich, fast plus 2 für Weiß. Gut, Springer G6, Schwarz will natürlich hier reinhüpfen und G3, das war hinderlich. Springer E7 und Läufer D2, ich entwickle mich weiter. Und will natürlich irgendwann vielleicht, wenn Schwarz mich lässt, A5, Springer C4 und Springer B6 spielen und diesen Springer da top installieren. Das verhindert er direkt mit selber A5. Jetzt bekomme ich aber dafür diesen Springer nach C4, der D6 bedroht, immer A5 ein bisschen und B6. Also einfach ein Monster. Wir haben Dame C7 und hier hätte ich präziser spielen müssen. Ja, ich wusste natürlich, wenn wir uns die Stellung angucken, die ist komplett geschlossen. Und auch das könnt ihr vielleicht lernen, wenn natürlich die Stellung geschlossen ist, geht es immer um Bauernhebel. Denn mit Figuren kann man nur begrenzt hier Fortschritte machen. Es geht also darum, was für Hebel kann ich spielen. Und ich wusste irgendwie, vielleicht kann ich C3, B4 spielen und hier diesen Hebel ansetzen. Allerdings hat mir das nicht so gut gefallen, denn ja, dann mit C3 blockiere ich einfach meinen eigenen Läufer. Ist auch eine Option, mit C3, B4 zu spielen, aber wollte ich nicht unbedingt machen. Die anderen Optionen sind natürlich F4 und H4. Und ich wusste auch, dass das so die typischen Pläne sind. Aber hier hat mir H4 hätte ich direkt machen sollen. Ich habe mich das nicht getraut. Das Ding ist natürlich, H4 opfert einen Bauern. Und man muss hier verstehen, dass wenn Schwarz diesen Bauern hier schlägt, man hier F4 spielen kann. Direkt den nächsten Hebel ansetzen. Und dass einfach diese Figuren hier alle so schlecht stehen, dass wenn ich direkt die gleich lang auch hier und meine Türme auf die Linien bringe, total auf Gewinn stehe. Ja, Schwarz kann hier gar nicht schlagen, weil sonst macht der D6-Bauer kaputt. Problem ist, wenn Schwarz nichts schlägt und zum Beispiel einfach diesen Springer irgendwie zurückzieht, ja, dann kann ich einfach hier nehmen und hier Dame H5, Springer F7 und große Rochade und die Stellung ist einfach total hinüber für Schwarz. Ja, das habe ich nicht, habe ich ein bisschen unterschätzt, wie gut ich hier eigentlich dann wirklich stehe, auch trotz diesem Bauernopfer. Deswegen habe ich das nicht gemacht und stattdessen, ich dachte, so spiele ich oft Schach. Ich stelle erstmal alle meine Figuren perfekt, habe deswegen F3 gemacht, um meinen König auf F2 zu stellen und danach zu gucken, wie es weitergeht. Läufer D7 und jetzt wieder H4, bester Zug mit Abstand. Ich spiele König F2, bisschen zu langsam. Denn jetzt kann Schwarz sich selber konsolidieren mit König F7. Ich spiele B3, decke wie gesagt auch noch erstmal den Bauern, damit dieser Turm besser mitspielen kann. Und Turm A7 von Schwarz. Schwarz möchte jetzt auf der offenen H-Linie verdoppeln und ich muss einen Plan finden, was ich dagegen tue. Turm G1. Mir ist wie gesagt klar, irgendwann werde ich hier aufreißen müssen. Und deswegen stelle ich meine Türme schon mal auf die richtigen Linien. Im B6 und Springer E3. Der Springer kontrolliert hier von hier die wichtigen Felder. Vielleicht war der Zug unnötig, aber ich hatte auch nicht wirklich was Besseres und ich will auf jeden Fall verhindern, dass Schwarz irgendwie gut zu F5 kommt. Turm 8 und König E1, denn die Türme bedrohen den Bauern. König E1, die Dame deckt jetzt hier. Und wie gesagt, bisher ist die Partie noch sage ich mal, ruhig und in Ordnung. Bisher von beiden Seiten keine groben Fehler. Doch das wird sich gleich ändern. Im Turm A5, Schwarz versucht jetzt auch noch hier vielleicht zu verdreifachen sogar. Dame F2, ich stelle meine Dame auf die Linie mit dem König, damit ich im richtigen Moment eben F4 spielen kann. Im Turm A7, jetzt sehen wir, Schwarz will die Dame rüberspielen. Springer C4 und Springer C8. Wichtiger Zug für Schwarz, denn der Springer deckt diesen Bauern und diesen Bauern, sodass die Dame jetzt sich frei bewegen kann. Und jetzt hatte ich keine Lust mehr zu warten und darauf, dass Schwarz sich hier verdreifacht und ich überhaupt nichts mehr tun kann. Deswegen habe ich mich hier entschieden für F4. Vielleicht objektiv nicht der beste Zug, der Computer will einfach ruhig König D1 spielen. Aber hier dachte ich, wenn ich irgendwann was machen will, dann jetzt. Ja, F4. Und ab jetzt explodiert die Partie komplett. Schwarz tauscht ja einmal raus. Und jetzt sehen wir eben, ja, alle meine Schwerwiegungen gucken auf den König. Aber Schwarz schlägt. Und ich muss jetzt meinen guten Läufer abgeben. Und das ist ja eigentlich eben mein guter Läufer. D5
Den muss ich jetzt hier rausschlagen, denn wenn ich den Springer hier drin stehen lasse, habe ich nichts vorzuweisen. Ich schlage. Und hier hatte ich die Option zwischen mehr oder weniger zwei Zügen. Ich hätte nämlich hier auch E5 spielen können. Und mir hier diese Qualität gewinnen, denn Schwarz muss nach E5, E6 verhindern, muss also schlagen. Und ich gewinne hier den Turm. Allerdings habe ich die Stellung, und das ist auch korrekt gewesen jetzt im Nachhinein, als schlecht für mich eingeschätzt. Denn ich habe zwar einen Turm mehr, aber der steht hier nur in der Ecke rum. Und Schwarz hat jetzt plötzlich diese mächtigen Freibauern im Zentrum. Der Läufer, der ein Monster ist. Und das, dachte ich, ist nichts, was ich spielen möchte. Stattdessen habe ich eben hier geschlagen. Und drohe jetzt natürlich immer noch E5 zu spielen. Und hier macht Schwarz jetzt einen entscheidenden Fehler. Und das dachte ich mir auch, hier wäre B5 ein wichtiger Zug gewesen. Überhaupt nicht leicht zu sehen, aber wenn man es versteht, wieso, ist es klar. Denn mein Springer auf C4 ist einfach viel zu stark. Der kontrolliert hier alles Mögliche. Und jetzt wird die Chance, ihn zu vertreiben. Denn ich muss hier mehr oder weniger schlagen. Und jetzt ist natürlich interessant, ich hätte hier den Zug E5 gehabt. Auch das muss ich erstmal finden. Einfach geht wegen dieser Fesselung. Ja, und hier wird die Stellung natürlich total aggressiv geworden. Schwarz kann hier zum Beispiel nicht schlagen auf C4. Denn jetzt kann ich einfach zum Beispiel hier Schach geben. König muss weg. Und ich kann hier schlagen mit Schach. Und ihr seht einfach, das ist nicht. Jetzt gewinne ich einfach hier Material. Oder beziehungsweise ich kann hier schon matt in 3 sogar matt setzen. Hier mit Turm, mit dem schönen Manöver, der Turm G8 sogar, also richtig, richtig schön. Wäre das hier zum Beispiel matt geworden. Also wie gesagt, okay, alles natürlich jetzt eine lange Variante. Aber hier hätte eben nach E5, hätte Schwarz hier schlagen müssen. Und jetzt mache ich zum Beispiel Dame G4. Und ja, es sieht so aus, es wird Schwarz total zerstört werden. Aber Schwarz hat noch Läufer D7 und er kann vielleicht überleben. Schwierig zu sehen alles, deswegen spielt Schwarz den auch logischen Zug Turm H6. Geht hier einfach mal aus diesem Läufer raus. Ja, jetzt allerdings habe ich die Chance, was Wichtiges zu machen. Und zwar kann ich jetzt endlich H4 spielen. Denn mein Turm auf H1 war, ist ja völlig eingekesselt. Und endlich kam ich die Chance, H4 zu spielen und damit meinen Turm zu befreien. Ja, das war sehr wichtig, denn jetzt stehe ich einfach klar auf Gewinn. Und ich dachte auch, dass Schwarz hier nicht mehr rauskommen kann aus diesem Schlamassel. Aber jetzt gleich kommen meine Fehler. G5 von Schwarz. Interessanter Versuch. Bedroht hier den Bauern und ich kann natürlich nicht schlagen wegen dem Turm hier. Deswegen muss ich hier nach G5 weggehen. Dame F3, F2 wäre ein bisschen präziser gewesen. Denn Dame F3, was ich gespielt habe, erlaubt G4. Hat Schwarz nicht gespielt. Ich dachte, nach G4 gehe ich weg und stehe immer noch klar besser, was auch stimmt. Allerdings wäre das trotzdem noch das Beste, was Schwarz hätte. Stattdessen schlägt Schwarz jetzt hier. Und ab jetzt geht die Partie eigentlich total im Eimer, denn jetzt kann ich hier schlagen. Wegen dieser Fesselung kann Schwarz sich zurückschlagen. Und jetzt ist einfach der schwarze König total am Ende. Wenn wir uns mal auch diesen Springer angucken, der nichts macht. Die schwarze Dame macht gar nichts. Und alle meine Figuren stehen eigentlich super. Dame D8. Und auch jetzt hier könnt ihr vielleicht sogar, wenn ihr wollt, das Video anhalten und den mit Abstand besten Zug für Weiß suchen. Ihr könnt wieder ein bisschen das Prinzip der schwächsten Figuren nutzen. Welche Figur von mir steht noch nicht so gut und wie kann ich die verbessern? Ja, denn das ist wirklich ein sehr. Auf den Zug war ich auch stolz in Zeiten und den zu finden. E5, sehr schöner Zug. Ist zweimal bedroht. Aber jetzt natürlich, wenn ihr ihn seht, ist es klar, wenn Schwarz hier schlägt. Was in der Partie nicht kam, könnte ich hier schlagen, denn aufgrund dieser Fesselung kann Schwarz beides nicht nehmen. Und der König muss weggehen. Und das Coole ist, egal wohin der König mehr oder weniger geht, ich habe immer irgendwie eine Springergabel, zum Beispiel, oder sagen wir König F8, kann ich immer diese Springergabel hier machen und gewinne einfach den Turm. Ja, stattdessen kann Schwarz eben nicht schlagen und jetzt ist der Läufer aktiv, das ist natürlich klasse. Jetzt sind wirklich alle meine Figuren perfekt. Stattdessen spielt Schwarz hier Dame H8, der beste Zug auch. Also Respekt an meinen Gegner, der hier jetzt noch Gegenspiel findet. Und ja, hier spiele ich E6 Schach, ist auch richtig. Hier diese Bauerngabel, König E7. Und hier war ich ein bisschen faul. Hier könnte ich die Partie einfach direkt mehr oder weniger beenden können, mit wenn ich hier rausschlage, eine Dame mache. Haben wir diese Stellung. Und das habe ich auch in meiner Berechnung gesehen, dass ich jetzt hier eben zwei Leichtfiguren für den Turm habe. Und das sollte locker gewonnen sein. Ich hatte aber ein bisschen Angst wegen meinem König, der hier ein bisschen frei in der Gegend rumsteht. Und habe mich deswegen dagegen entschieden. Ja, das hat sich gleich noch gerecht. Stattdessen spielte ich nämlich hier Turm G1. Schwerer Fehler. Ich dachte, ich lasse einfach alles am Brett. Spiele gleich meinen Springer nach F5. Und das ist ja auch total locker gewonnen.
von der Idee her natürlich nicht schlecht. Problem ist allerdings, jetzt bekommt Schwarz Gegenspiel mit seinen Figuren. Und das wird gleich unangenehm. Im Springer E3, Turm nach H3, Springer F im Schach, eben sehr schön. Und ich dachte, okay, gut, das muss gewonnen sein. Mein Springer steht so dominant, ich habe diesen Freibauern, das muss reichen. Aber jetzt in Zeitnot bekomme ich nochmal Panik bekommen. Hier Dame F4 und ich stehe immer noch klar besser. Bedrohe den Bauern einfach und es gibt nicht viel, was Schwarz tun kann. Stattdessen spiele ich Turm G3. Und ab jetzt wird es schon richtig, richtig kritisch. Turm A1 Schach, nämlich König muss hoch und Dame. Und jetzt, das hatte ich völlig übersehen gehabt, Springer E7. Auch hier Respekt an meinen Gegner, dass er in höchster Zeitnot, in der wir hier waren, solche Feinheiten findet. Denn jetzt kommt Schwarz zu Gegenspiel. Ich habe jetzt hier geschlagen und das war ein Fehler. Denn was Schwarz hier machen will, ist, Schwarz will diesen Springer von der Kontrolle von H6 weglocken. Und ich sollte hier vielleicht im besten Fall sogar einfach schlagen und Dame F4 spielen, in diese Linie stopfen und dann langfristig versuchen, irgendwie über die G-Linie einzudringen. Ich meine, ich habe einen Bauern mehr in der Stellung. Es ist nicht mehr so klar gewonnen, vielleicht wahrscheinlich gar nicht. Aber ich habe auf jeden Fall noch die Chancen hier und alle Hebel in der Hand. Stattdessen schlage ich hier auf D6 und die Idee war, ich wusste, jetzt kommt Dame H6 Schach und hier, wir sind bei Zug 40, also Zug 40, ich muss diesen Zug spielen, danach bekomme ich eine halbe Stunde mehr Zeit auf die Uhr und ja, hier hatte ich jetzt die schwere Entscheidung, irgendwas so mit Dame E3 zu spielen oder König C3 und ich habe mich jetzt hier mit Sekunden auf die Uhr für König C3 entschieden und ich wusste, danach kommt Dame C1, das kam auch direkt. Und ich habe in meiner Vorausberechnung nicht gesehen, wie ich hier mich gegen all diese Drohungen verteidige. Allerdings dachte ich mir, ich bekomme ja jetzt 30 Minuten mehr. Das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ja, und jetzt bin ich hier gesessen nach Zug 40, nach Dame C1 und habe erstmal gemerkt, Mist, so einfach ist das überhaupt nicht. Ich finde hier nicht mal wirklich eine gute Verteidigung, denn es droht, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich gar nichts mache, angenommen ich schlag hier, ja, dann bin ich einfach matt. Dame E1, wenn ich hier hingehe, ist das hier matt. Diese Dame setzt mich mir matt. Oder wenn ich nach C4 gehe, ist Dame B4 matt. Ja, Mist, das habe ich dann auch gesehen, das ist doof. Und ich glaube, ich habe hier den mit Abstand besten Zug gefunden. Und nach wirklich ewig gebraucht, um überhaupt was zu finden, dann habe ich schließlich Dame E4 gefunden. Ja, was macht Dame E4? Dame E4 deckt erstmal E1 ab und deckt auch das Feld D4 ab. Also die beiden Felder, wo Schwarz matt setzen kann, deckt Dame E4 ab. Und es macht noch viel mehr, denn Schwarz hatte zusätzlich auch die Drohung von hier Dame A3. Das droht nämlich hier matt auf B4 und die einzige Möglichkeit, das zu verteidigen, war C3. Das hatte ich auch gesehen. Und Problem ist, wenn eine Dame irgendwo anders stehen würde, sagen wir, ja egal, könnte Schwarz hier Turm C1 spielen und jetzt ist das Problem, droht wieder Dame B4 matt. Und ich kann es nicht mehr, könnte es nicht mehr verhindern, denn der Bauer ist gefesselt. All das musste ich sehen. Doch hier habe ich jetzt eben gesehen, dank der Dame auf E4 kann ich Läufer C2 spielen. Die Dame und Läufer decken sich perfekt. Und Dame B4 ist keine Drohung mehr. Ja, also all das sehr kompliziert. Unfassbar viele Drohungen, die Schwarz hier plötzlich hat. Aber Dame E4 pariert sie alle zum Glück. Und hier hatte ich jetzt wirklich Glück. Mein Gegner muss jetzt einen sehr komplizierten Zug finden, der Remis hält. Ich hatte ihn sogar gesehen, dass Schwarz das wahrscheinlich tun sollte, und zwar F5. Sieht erstmal total komisch aus. Ich meine, was ist das überhaupt für ein Zug? Völlig verrückt. Das Ding ist, ich kann hier nicht schlagen, denn jetzt schlägt Schwarz einfach und ich kann nicht zurückschlagen. Denn wir erinnern uns, wenn ich zurückschlage, dann bin ich ja eben matt, weil die Dame jetzt nicht mehr auf E4 steht und jetzt bin ich hier wieder matt oder eben hier matt. Das heißt, hier dürfte ich nicht auf F5 schlagen. Und was ich hier tun musste, und das habe ich auch gesehen, der einzige Zug ist hier Springer F7. Also völlig verrückt, das hält Remis. Wenn Schwarz jetzt, entweder könnten wir jetzt hier Remis machen, mehr oder weniger, oh, Entschuldigung, nicht so, sondern hier mit Dame E5. Also auch das noch Dame E5, völlig verrückt. Deckt weiterhin die beiden Felder, die wichtig sind. Und hier wäre zum Beispiel, hier müsste ich auch der König D2 zurückgehen und das hier wahrscheinlich dann irgendwie hier in der Remis-Schaukel geendet. Oder das andere, wenn Schwarz hier schlägt, dann allerdings kann ich auf Sieg spielen. Denn jetzt opfere ich jetzt meine Dame, bekomme aber eine neue Dame. Und ja, das ist jetzt gewonnen, dank Läufer B5 Schach. König muss weg und hier gewinne ich natürlich einfach mit Matt. Nope, nicht so, sondern so. König muss weg und Turm G8 wäre Schachmatt. Ja, ihr seht, beide Könige total schwach. Aber F5 wäre der einzige Zug für Schwarz gewesen. Und hiernach hätte ich Springer F7 spielen müssen. Und dann eben wahrscheinlich nach König C8 hätten wir hier irgendwie Remis gemacht.
Ja, mein Gegner glücklicherweise fand jetzt aber F5 nicht. Beziehungsweise auch jetzt ist noch F5 der einzige Zug für Schwarz. Ich gab ihm erst dieses Schach hier. Ich ging weg. Und jetzt F5, einziger Zug. Und zu meinem Glück fand mein Gegner das nicht. Spielt hier Turm E1. Und jetzt ist die Partie für mich gewonnen. So komisch es aussieht mit diesem König mitten in der Mitte. Aber jetzt ziehe ich noch dazwischen. Dame A3. Mein Gegner versucht jetzt eben genau das, was ich gesagt habe. Dieses Matt. Ich kann aber C3 spielen. Und jetzt eben, wenn Schwarz das hier tun sollte, habe ich Läufer C2. Stattdessen spielt mein Gegner Läufer schlägt A4, droht jetzt hier Matt. Und es sieht immer noch so aus, als würde ich einfach hier matt gesetzt werden. Aber es ist nicht so. Ich habe Läufer C2 und aus irgendeinem Grund hält das hier alles zusammen und ich stehe sogar auf Gewinn. Also völlig verrückt. Immer noch F5, bester Zug. Aber hier hat mein Gegner, glaube ich, auch in grober Zeit und Panik bekommen. B5 Schach gespielt und das verliert die Partie jetzt entscheidend. Ich schlage hier raus. Hier tauschen sich die Türme. Aber jetzt auch nochmal schön. Ich kann natürlich hier schlagen. Aber ich wickele hier einfach in ein gewonnenes Endspiel ab. Ich tausche hier die Damen. Und in der Stellung hat mein Gegner aufgegeben. Denn der Läufer ist bedroht, muss also weg. Und wenn er weggeht, kann ich einfach auf C5 schlagen. Und dieses Endspiel ist total gewonnen. Für mich mit den Freibauern. Die laufen einfach durch. Total gewonnen. Ja, also das war eine völlig verrückte Partie. 5 aus 5 zu dem Zeitpunkt. Sehr, sehr gut. Ja, in der sechsten Runde hatte ich Schwarz gegen den Turniersieger am Ende. Er bot mir sehr früh Remis an, nahm ich natürlich dankend an mit Schwarz. Und in der letzten Runde kämpfte ich wirklich um einen Sieg. Klappte leider nicht, wurde Remis, sodass mein Gegner, oder dass ich punktgleich war mit dem ersten. Und das leider in der Zweitwertung nicht reichte. Die Endtabelle schauen wir uns jetzt gleich an. Und auch was das für Preisgeld und für DWZ und Elo und so weiter hieß, schauen wir uns jetzt an. Ja, seid gespannt. Ja, das sind also jetzt die Endtabelle und wir sehen, ich auf dem zweiten Platz hier. Beide mit 6 Punkten. Ich und mein und der andere, eben Fidemeister Hebbinghaus Holger, gegen den ich Remis gespielt hatte. Leider eben ein halber Buchholzpunkt hat es dann nicht gereicht. Dennoch ein sehr gutes Turnier. Ich bin richtig zufrieden auch mit den Partien. Eben hier vor einigen auch starken Spielern gelandet. Es waren hier zum Beispiel auch internationaler Meister Karlstedt war dabei, bei dem das Turnier leider nicht so gut lief. Ich war eben sehr zufrieden. Der zweite Platz bedeutet für mich auch 400 Euro Preisgeld, also durchaus auch eine Stange Geld, über die ich mich sehr gefreut habe. Und was mich aber noch mehr gefreut hat, war, ja, hier, wenn wir uns das angucken, meine Ergebnisse, 5 Siege, 2 Remis, die DWZ-Auswertung und auch Elo sieht ähnlich aus, hier mit einer Leistung von fast 2300 und einer neuen DWZ, die sich der 2200 annähert und eben einem saftigen DWZ Plus. Ja, sehr, sehr schön, habe ich mich extrem drüber gefreut. Ja, das war also mein kurzes Recap von meinem Turnier. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet, in denen ich meine eigenen Partien analysiere. Ob ihr euch sowas mehr wünscht, ob ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt, war euch das Ganze zu lang, zu kurz? Ja, lasst mich einfach wissen. Ich wünsche euch auch bei euren Turnieren viel Erfolg in Zukunft natürlich. Wir haben ein neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr alle in diesem Jahr eure Ziele erreicht, sei es jetzt schachlich oder auch nicht schachlich. Genau. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.